Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Wir sprechen mal. Wieso sind die so leise? Hier sind die Beutel. 6 davon. Mit meiner sind das alle. Tja, ich schätze, ich werde sie jetzt alle tragen. Sentimental, ich weiß, aber. Das ist alles, was mir einfällt. Nichts ist leicht mit dem Zischen. Darf ich fragen, was drin ist? Was ist in den Beuteln? Zu spät. Also, das ist eigentlich vertraulich, aber Sie sind die Direktorin, da kann ich es Ihnen wohl sagen. Naja, in der Behörde gab es Gerüchte über einen Werwolf bei Vollmond, also schickten Sie uns Rookies los. Wir sollten bestätigen, dass das Bullshit war. Warte, will er sagen, dass es wirklich Werwölfe gibt? Stellte sich heraus, dass ein gewandelter Gegenstand bei Vollmond gewaltige Gravitationsanomalien verursachte. Oh Mann, wir wären fast draufgegangen. Zur Erinnerung tragen wir seitdem alle silberne Kugeln um den Hals, falls uns wieder mal ein Werwolf begegnet. Also warum haben Sie die Ranger verlassen? Dachte, ich könnte hier mehr Gutes tun. Irgendwer muss auch die beschützen, die alle anderen beschützen, oder? Ja. Ich muss los. Ich auch. Sie sind nicht die Einzige, die was zu tun hat, wissen Sie? Schnauze! Bis später. Wieso sind die Gespräche immer so leise? Das ist so. Und also nicht immer. Also, das ist ja das Blöde. Gut, wir wollen mehr Schaden, würde ich sagen. Ja. Genau, jetzt noch einen. Der kostet 2. Übernehmen. Längeres Übernehmen. Ja. Das machen wir ja auch ab und zu. So, jetzt Gesicht des Feindes. Genau. Genau, jetzt machen wir das die Hauptquest weiter. Sicherheitsbüro. Gut. Auf, auf, auf. So. Dann los geht's. Bäm. 2 Sekunden hier und schon macht sie alles kaputt. Ah, hier sind wir, genau. Ja, was ist los, hä? Au, voll in den Hintern. Das macht man nicht. Wer war das? Du? Hier. Hi. Fertig. So, dann holen wir uns die da noch. Und dann müssen wir hier ran. Hoch. Danke. Das hatten wir schon, oder? 4. August 1944. Das älteste Haus. Beim Erforschen eines vermutlich gewandelten Weltereignisses in einigen New Yorker U-Bahn-Tunneln. Die Agenten fanden den Weg. Genau, ja, das hatten wir schon. War es da? Für alle anderen blieb es unsichtbar versteckt. Wir müssen. Ah, hier. Ah, ja. Ist ja klar. Hey, du. Ach komm. Life is in your hands. Selbstreflexion. Hä? Wieso hat er das nicht aufgemacht? Selbstreflexion. Hä?
das ist, hin? Schwarzstein. Vermisste Mami? Achso, ja, das, ja. Nachbesprechung. Hotline. Hä? Warte, Forschung hatten wir noch nicht. Okay, ja, keine Ahnung, ich fände es nicht mehr. Ah. Hä? Finde den Spiegel in der Synchronizität. Gesicherten Kammer für gewandelte Objekte. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich gehe hier weiter. Okay. Unsere Anstrengungen neue bringen. Nach Northmoors Rücktritt verdoppelte ich unsere Anstrengungen, neue Premierkandidaten zu finden. Es gab keine außer mir. Das ging so nicht. Ich versuchte viel. Die Behörde sollte nie mehr in eine solche Lage kommen. Die Behörde braucht einen Direktor. Immer. Wenn meine Zeit zu Ende geht, will ich Option haben. P1 bis P5 waren Blindgänger, Rohrkrepierer, enttäuscht. Dann kam P6, Dylan Faden. Er fiel uns in den Schoß. Seine Eltern waren bei einem ABI gestorben. Der Junge hat unglaubliches Talent. Das älteste Haus wird sein Zuhause werden. Wir bauen ihn von Null an auf. Er wird ausgebildet und versorgt. Darling kann das Projekt bleiben. Ich nicht. Ich hatte mich von ihm fern. Nicht, dass mit ihm dasselbe passiert wie mit meiner Familie. Wir waren damals nicht vorsichtig mit ihm. Ich brachte etwas mit nach Hause. Ich nahm Arbeit mit nach Hause. Susanna wurde krank. Als ich meinen Fehler bemerkte, wollte ich sie hierher bringen, damit Darling sich um sie kümmern konnte. Kate ließ es nicht zu. Normale Ärzte hatten keine Ahnung von meiner Tochter Fede. Sie starb. Kate verließ mich. Die alte Geschichte. Ist lange her. Heute ist die Behörde mein Leben. Und die Primärkandidaten sind unsere Zukunft. Wir haben zwei. P6 und P7. Ich muss mich, ich hoffe, ich denk dran, diesen Part lauter zu machen. Kandidaten zu finden. Behörde braucht einen Direktor. P6, Dylan Faden, dein Zuhause werden. Ja, hier ist es. So, P6 und P7, ne? Ah!
Heil. Bäh. So, okay. Gut. P6 und P7. P6 und P7. Ich wünschte, damals in Ordinary wäre alles anders gelaufen. Aber wünschen wir nichts. Ich muss den Projektor finden. Ordinary. So viel läuft in diesem Fall zusammen. Ein neues Objekt der Macht, eines, das wir noch nie gesehen haben. Und wenn ich das sage, dann heißt das etwas. Und der Junge, Dylan Faden, Primärkandidat 6. Und die Schwester auch. Ich meine, sobald wir sie kriegen, doch der Junge. So viel Potenzial. Wir sehen Northmore-Messwerte hier. Aber ich will ihn ja gar nicht erwähnen. Das sind völlig andere Umstände hier. Warte, Entschuldigung. Das ist epochal. Es gab einen Vorfall. Ja. Wir haben ein wertvolles Teammitglied verloren, ja. Okay. Zu starke Kraft. Dylan hat zu viel davon. Weil er ist ein Kind. Das ist meine Schuld. Ich war zu hart. Jungs sind nun mal so. Er ist einzigartig und unter enormem Stress. Roberts ist tot. Ein tragisches Unglück, nichts weiter. Okay. Marshall muss das verstehen. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Warte, war Roberts sein Assistent? Und Marshall ist die Frau, die man immer sieht? Könnte sein. So, Unterhaltungsskript, Anmerkung. Subjekt war während des Ausbruchs alleine. Warte. Dylan Faden wahrscheinlich? Also Dylan, du schon wieder. Ich hab dir gesagt, dass du mich alleine lassen sollst. Warum zeigst du mir das? Ich kann nichts machen. Kannst du nicht sehen, wo ich bin? Warum hilfst du mir nicht, hier verdammt nochmal rauszukommen? Du zeigst mir immer Dinge, bei denen ich nichts machen kann. Hör auf, sie mir zu zeigen. Es interessiert mich nicht mehr. Du interessierst mich nicht mehr. Ihr lasst mich hier verrotten. Hau ab, du Schlampe. Okay. Jo. Wenn es keinen anderen Weg gibt, reiße ich mir das Gehirn raus, um dich loszuwerden. Ich will dich nicht mehr haben. Nee, ich will dich nicht hier haben. Versteh das endlich, verdammt nochmal. Subjekt, wiederholte das Wort, die Worte hau ab mehrere Male vor Ruhigstellung. Okay. Good boy. Ah, das ist der Raum. Autopsie. Agent bei mit Codename P6 getötet. Also Robert mit ja. Ereignisse der Autopsie. Erstens Verletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung an Kopf und Hals. Zweitens weitreichendes Trauma der
Bauchregion. Schnittwunden und Prellungen an Ober- und Unterkörper. Fraktur des Rückenmarks zwischen dem Wirbel L1 und L2. Avulsionsfraktur des dritten und vierten, dritten bis zehnten Rib. Das erste Wort hat mich so rausgebracht. Dritte bis zehnte Rippe links und rechts. Voll gequatscht hier. Drittens, Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkungen an den Extremitäten. Schiffwunden, Schnittwunden und Prellungen der Extremitäten. Dislokation des linken und rechten Ellenbogens. Dislokation des linken und rechten Knies. Schlussfolgerung: Bei der Untersuchung wurden innere Blutungen als Todesursache festgestellt. Dies trat ein, als die durch seine verdreht waren. Also kein sehr schöner Tod. Aber irgendwie, naja, die konnten offensichtlich nicht sehr mit Kindern umgehen. Sehr gut. P7. Ist das das, was Dylan mir zeigen wollte? Egal. Wir müssen den Projektor finden. Okay. Wir wurden also volle Kanne gestalkt. Kandidatin P7. Ah, Outfit. Eine ständige Paranoia. Ich hatte recht. Die Behörde hätte die Antworten gehabt. Aber sie blieben stumm und sahen nur zu. Ich weiß nicht, was besser war. Also nur zuzusehen oder eben auch ja, oder einen wirklich einzusperren, wie den Dylan. Begegnung nach Osten, Anlass zur Sorge. Er verlässt Trini, kommt in Sydney, verlässt Sydney. Warte mal, also vierter haben wir Trini, oder wie man es ausspricht, verlassen. Am gleichen Tag sind wir in Sydney angekommen. Einen Tag darauf haben wir Sydney verlassen. Einen Tag darauf sind wir in Des Moines angekommen. Vier Tage danach haben wir es verlassen. Dann in Chicago. Am 1.10. Sieben Tage danach verlassen. Dann South Bend. Cleveland. Bloomsburg. New York. 29.10. Alter. Die ganze Zeit gestalkt ohne Ende. Jede Bewegung. Wir haben immer dort gespielt. Hey, das sind wir. Und ich. Und die anderen Kinder. Wir liebten es. Dieses Mal. Ich weiß noch. War anders. Wir fanden einen Weg tiefer hinein, als hätte es sich bewegt. Wir gingen rein und haben dort den Dia-Projektor gefunden. Eine Müllhalde ist ein Ort für Dinge, die nicht mehr gebraucht und weggeworfen werden. Haben Sie sich auch mal so gefühlt, Jessie? Was? Nein. Ja, aber das hat nichts damit zu tun. Gab es in Ihrem Haus einen Dia-Projektor, als Sie ein Kind waren? Dafür sind Sie noch zu jung, ja. Aber hat sich Ihre Familie zusammen irgendwann mal Fotos angesehen, in welcher Form auch immer? Vielleicht. Wann war das? Wissen Sie das noch? Bei Partys? Beim Grillen? Wie fühlten Sie sich dabei? Haben Ihre Eltern Fotos gezeigt, die Ihnen peinlich waren? War bei diesen Partys Alkohol im Spiel?
Haben Ihre Eltern getrunken? War Ihnen das unangenehm? Nein, das ist Blödsinn. Hören Sie auf. Das hat nichts damit zu tun. Gar nichts. Der Dia-Projektor... Ich möchte Sie fragen, haben Sie als Kind je von Welten in Bildern geträumt? In einem Gemälde vielleicht? So, dass Sie in ein Bild steigen könnten, in eine versteckte Welt flüchten und dort Abenteuer erleben? Ich... Weg von Ihren Eltern? Ich denke nicht. Ich weiß nicht mehr. Vielleicht. Ich weiß nicht. Was ist das denn für eine Psychiaterin? War das eine von hier? Wahrscheinlich, wenn das hier ist. Oder, ja, naja, die Behörde beschafft sich auch eigentlich alles. Nee, aber, also, wir waren beim Psychiater. Wahrscheinlich eher nachdem wir die ganze Zeit dachten, wir haben Paranoia und so. Und dann hat die Behörde uns vielleicht einen Psychiater geschickt und der wollte, oder die, wollte herausfinden, was mit uns los ist. Keine Ahnung, weil er sind, ja, keine Ahnung. Hier ist, glaube ich, nichts, ne? Nee. Okay. Okay, jetzt haben wir das da hier aufgemacht, dann haben wir... Hier untersuchten Sie, was in Ordinary passiert ist. Hier sollte ich anfangen zu suchen. Ja. Oh. Hi. Gut, lesen wir mal weiter. So, ich nehme deine gruseligen Was? Ich nehme deine gruselige Zahnlieferung an und erhöhe um einen toten Hund? Genau, ein schnörkellos verstorbener Hund. Hatte noch ein Halsband und so. Er verrottete in der Kiste, seit er verpackt worden ist. Stell dir mal vor, wie das gestunken hat. Also wein mir nichts vor. Ich wünschte, ich würde würde eine Reihe Zähne vorbeiziehen sehen. Was? Was ist los mit denen? Eine Reihe von Zähnen vorbeiziehen sehen. Warum? Ja, Gott. Ja, die Behörde ist echt interessant. So, hier geht's zum Aufzug. Wahrscheinlich darunter. Gibt's sonst noch was? Ja, hier. Inventarliste. Gewonnene Materialien. Eine hohle Kugel. Steinähnliches Material. Versteinerter Boden. Stücke verschiedener Größen und Farben. Tierkadaver, möglicherweise von einem Hund. Rostiger Metalleimer. Lederbrieftasche. Ältere Schrotflinte. Schrotflinte, ja. Okay. Interessant. So interessant wie ein Elefant. Nee. So, gut, dann steigen wir mal in den Aufzug. Boah, schock mich. Oh Gott. Uah. Zum Penner. Der hat sich aber auch erschreckt, ne?
Ja. Waffenmodifikation voll. Dann schauen wir mal. Hä? Was ist das denn? Ach so, wenn... Ah, ja, ja. Nee, das brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ja, wobei, das wäre eigentlich schon geil. Wow. Zoom 17% Schaden beim Zielen, ja. Munitionskosten beim Schweben. Das mache ich eher selten. So, ja, das war. Da haben wir was Besseres. Ich muss dir echt mal auftunen. So. Dann machen wir mal die komplette Säuberung. Wow, 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 wow. Ja, schon. Wir gehen zurück nach Hause. Natürlich tun wir das. Dort begann es und es ging nie weg. Astralwerkstatt, so, Waffen. Also, ja, warte, Griff auf, ich fährte mal Stich auf, weil das benutzen wir die ganze Zeit. Dann Griff. Genau. Nee, das wollen wir gerade nicht. So, dann hier. Mit Stich. Ah, noch mal. Schaden beim Zielen und beim Griff. Nachladegeschwindigkeit. Schaden nach Tötung. Kopfschuss. Gut. Und es ist wieder soweit. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ja, bis dann. Bye, bye.